Wir zeigen hier in der Galerie Dixit Algorithmi erstmals die Zeichenschule des französischen Künstlers Patrick Tressé. Es handelt sich hierbei um eine Zeichenklasse von 5 Schülern, Roboter, die sehr obsessiv die Personen vorne sitzend porträtieren. Wenn man sich von diesen Tischen zeichnen lässt, merkt man sehr schnell, dass die unterschiedlichen Schüler, auch wenn sie alle Paul heißen in der Installation, sehr unterschiedliche Charaktere haben. Sie haben zwar alle gemeint, dass sie sehr gerne und obsessiv zeichnen und porträtieren, dennoch haben sie alle so verschiedene Eigenschaften. Also es gibt so den Neugierigeren, den Ängstlicheren, den Zögerlichen, aber auch einen, der kaum nach vorne schaut zu der Person, die porträtiert werden soll und einfach wild drauf los zeichnet. Das ist das, was man als Person spürt, wenn man da vorne sitzt und von 5 Maschinen gleichzeitig gezeichnet wird. Very strange, very voyeuristic, but oddly organic as well, because the gestures sometimes feel like human gestures. Even though it's a camera looking at you, sometimes it feels like an eye or a person. It's a very strange experience. Amazing. They've all got their kind of unique sensibilities to them. They're technically pretty interesting and yeah, it's unlike anything I've ever seen before. So overall, yeah, very pleased. Ich werde oft gefragt, inwieweit das Ganze Kunst ist, ob das jetzt eine Kunst ist, die den Künstler bedroht in Zukunft. Werden Kunstmaschinen oder können Kunstmaschinen Künstler ersetzen? Ich würde sagen, dass das in vielen Fällen nicht der Fall ist.